Moin Leute, Venom's wieder back und damit herzlich willkommen zu einem weiteren GTA 5 Online Video hier auf meinem Kanal. Das dürft ihr jetzt aktuell in GTA 5 Online auf gar keinen Fall machen, ansonsten ist dein Account extrem in Gefahr. Wenn du wissen willst, um was es geht, kurz dranbleiben, falls du neu bist, lass doch ganz kurz gerne ein Abo da, würde mich sehr, sehr freuen. Mach die Glocke an, dann verpasst du keine weiteren GTA 5 Videos oder auch Livestreams mehr. Und wenn du Bock hast, gib dir schon mal ganz kurz gerne ein Like für das Video, für den Algorithmus. In dem Sinne, fangen wir auch schon an. Wie jedes Mal wird ganz kurz noch eine Person gegrüßt, die unserem letzten Video einen Kommentar geschrieben hat. Gruß geht raus an MaxiKing119, er hat schon ein cooles Video, du kannst mich im nächsten Video bitte grüßen. Also Maxi, danke dir für deinen Kommentar, Gruß geht raus an dich. Ja Freunde, es ist vor ein paar Tagen etwas aufgetaucht, was euren Account extrem gefährdet. Das heißt, das, über das wir jetzt sprechen werden, solltet ihr jetzt auf jeden Fall nicht machen, zumindest jetzt in den nächsten Tagen oder Wochen. Ansonsten könnte da wie gesagt irgendwas passieren. Es geht darum, dass ihr eventuell einen Account Reset bekommen könntet, also sozusagen komplett auf Null zurückgesetzt werdet oder sogar komplett gebannt werdet. Ich blende euch mal ganz kurz hier links oben ein Video ein. Da könnt ihr nämlich gerade sehen, da ist ein sogenannter RP-Glitch aufgetaucht. Fragt mich nicht, wie dieser Glitch funktioniert. Ich weiß es nicht, ich will es auch gar nicht wissen, weil wenn ich es euch jetzt zeigen würde, würde es vielleicht trotzdem irgendjemand machen. Aber genau dieser RP-Glitch, den gibt es eben aktuell in GTA 5 Online. Vielleicht hat ihn von euch jemand gemacht, der weiß dann, wie es geht. Auf jeden Fall könnt ihr es hier gerade sehen. Man rankt extrem schnell ab. Keine Ahnung, also gefühlt jede Sekunde ein neues Level. Und dieser Glitch ist eben ja extrem stark und den machen gerade ziemlich viele Spieler, das ist genau der Fehler. Denn genau jetzt in der Phase solltet ihr den auf jeden Fall nicht machen. Liegt einfach daran, dass Rockstar Games immer dann sozusagen Accounts zurücksetzt oder bannt, wenn eben genau solch ein Glitch da ist, der extrem häufig gemacht wird. Das heißt, irgendwelche Glitches, wo sehr, sehr viele Spieler machen, genau dann in so einer Phase werden eben dann die Accounts gebannt. Und eben diesen RP-Glitch machen verdammt viele Spieler in GTA 5 Online. Deswegen der Aufruf, lasst das bitte sein. Ihr werdet sonst jetzt zurückgesetzt. Viel wichtiger ist aber eigentlich, dass GTA 5 Remastered jetzt bereits in wenigen Wochen oder wenigen Tagen sogar erscheint. Ihr wisst, dass ihr als Spieler euren Account auf ja, GTA Remastered, eben auf die neue Konsole mitnehmen könnt. Das heißt, jeder, der aktuell GTA 5 zockt, zum Beispiel auf der PlayStation 4, der wird genau seinen Account, seinen Charakter einfach mit rübernehmen können. Und Rockstar Games will logischerweise nicht, dass irgendwelche Accounts auf die neue Konsole, auf GTA Remastered rübergenommen werden, die halt einfach vom RP-Level komplett geglitscht sind. Das heißt, in den nächsten Tagen und Wochen wird Rockstar Games doppelt so viel dafür tun, dass eben weder irgendwelche geglitschten Accounts oder sonst irgendwas auf GTA Remastered übertragen werden. Und ich kann euch garantieren, und ich glaube, das wisst ihr auch selber, jeder einzelne von uns, der Zeit in GTA 5 Online reingesteckt hat, in seinen Charakter, der wird einfach verdammt traurig oder auch wütend sein, wenn eben genau dieser Account gebannt wird. Und dabei geht es nicht irgendwie um irgendwelche Outfit-Glitches oder sonst irgendwas, das ist alles ein ganz anderes Thema, da passiert nicht, das kann man machen, so oft man will, aber wie gesagt, genau die Glitches, wo ihr entweder in sehr, sehr kurzer Zeit viel, viel Geld machen könnt oder wo ihr in sehr kurzer Zeit extrem hoch levelt, genau solche Sachen solltet ihr weglassen, zumindest jetzt in den nächsten paar Wochen, bis GTA 5 Remastered draußen ist und bis eben diese sogenannte Bannwelle von Rockstar Games wieder vorbei ist. Zwischendurch kannst du mir gerne in die Kommentare schreiben, bist du generell in GTA 5 Online ein Glitcher? Falls ja, Hashtag Glitcher in die Kommentare. Bist du kein Glitcher, dann Hashtag kein Glitcher in die Kommentare. Mal gucken, wie das so bei uns der Fall ist. Um es also nochmal ganz kurz zusammenzufassen, passen in den nächsten Tagen, Wochen einfach drauf auf. Mach am besten gar keine Glitches, außer so Zeug wie gesagt Outfit-Glitches oder irgendwelche Reifen bei euren Fahrzeugen, das ist egal, da wird vermutlich nichts passieren. Bei Money Boost oder sowas passiert auch nichts, aber eben bei diesen extremen Money Glitches oder RP Glitches, wie ihr es gerade hier links oben schon im Video dann gesehen hattet, genau dort oder dagegen geht Rockstar Games eben vor, deswegen weglassen. Das war's mit der wichtigen Info, bitte die Info an eure Freunde auch weitergeben, falls sie da irgendwas mit Glitchen zu tun haben und ja, das wird's gewesen sein. Wenn es dir gefallen hat, ganz kurz gerne ein Like da lassen, würde mich freuen, Kanal abonnieren, mach die Glocke an, denn dann verpasst du keine weiteren Videos oder auch Livestreams, denn zum Beispiel heute Abend am Sonntag, circa ab 20 Uhr, sind wir live, machen Tuning-Treffen, verlosen im Stream wieder 20 Millionen Dollar, deswegen Glocke anmachen, lohnt sich doppelt, sagt euren Kollegen Bescheid, heute Abend ab 20 Uhr live. Ich bin raus, macht's gut, Instagram könnt ihr links oben sehen, haut rein, bis heute Abend und ciao.